Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. Die Heilige Schrift, das Evangelium, sie wollen uns Orientierungs- und Hinweisschilder sein auf dem Weg unserer Gottsuche, auf dem Weg zum Herrn selbst, so wie das Wort Jesu den Menschen immer wieder Trost und Richtung gegeben hat. Im Evangelium nach Markus heißt es einmal: Als Jesus aus dem Boot ausstieg, sah er die vielen Menschen und hatte Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er lehrte sie lange. Diese Lehre war wie ein Fingerzeig. Da sollt ihr lang gehen. Da ist der Weg. Ich gehe mit euch. Auch jetzt, in diesem Moment, zeigt Jesus uns den Weg. Er redet mit uns. Er ist da für uns. Hören wir zu und lassen wir uns von seinem Hinweis leiten. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Jesus, nach einem langen Tag kommen wir zu dir und dürfen bei dir einen Moment ausruhen und wollen dir zuhören. Was sagst du uns? Was sprichst du am Ende dieses Tages zu uns? Führe uns durch diese Nacht und lass uns auch morgen auf dich hören und deinem Fingerzeig folgen, damit der Weg unserer Gottsuche eine gute Richtung nimmt. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.